Und die vorerst letzte Rednerin kommt ebenso von der ÖVP, Bettina Rausch. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wenn man die Debatte jetzt mitverfolgt hat, ist uns ja als Volkspartei, als Regierungskoalition mehrfach vorgeworfen worden, wir hätten nichts über für die Studierenden, die wären uns nicht wichtig. Finde ich spannend, gerade dann, wenn wir einen Antrag einbringen, der den Studierenden mehr an Unterstützung geben soll. Und ich habe eigentlich in der Debatte anderes gehört. Überrascht mich jetzt nicht so, dass die Freiheitlichen nicht unbedingt viel Interesse an einer breiten und bunten Studierenden- und Wissenschaftslandschaft haben. Aber was mich doch sehr wundert und überrascht ist, dass die NEOS da gegen den Ausbau dieser Studienbeihilfen heute argumentiert haben und da so zurückhaltend waren. Ehrlicherweise kenne ich mich nicht ganz aus. Ich habe jetzt gehört, mehr privates Geld soll in die Unis, aber öffentlich soll es auch ausfinanziert sein. Ist ein bisschen so alles und nichts. Aber in der Opposition ist es natürlich ein Stück weit einfacher, auch da alles zu fordern und auch jeden richtigen Schritt dann natürlich zu kritisieren. Jedenfalls stimmen die heute dagegen, und das muss doch gesagt werden, dass die Studienbeihilfe jetzt aktuell und akut erhöht wird. Diese neue Studienbeihilfe, von der heute mehrmals die Rede war, ich möchte es nochmal als letzte Rednerin, jedenfalls meiner Fraktion, erwähnen, diese neue Studienbeihilfe ist punktgenauer, sie ist lebensnäher und vor allem ist sie höher. In a nutshell könnte man sagen, die Studierenden bekommen einfach mehr Geld. Dass sie deutlich höher ist, Professor Daschner hat das schon perfekt ausgerechnet, ich begebe mich jetzt nicht in dein wissenschaftliches Feld und werfe mit Zahlen herum, aber was für mich relevant ist, ist nicht nur die Prozentzahl, sondern auch, dass einfach mehr Studierende Zugang zu dieser Förderung haben werden. Und ich möchte nochmal betonen, weil da eines so stehen geblieben ist heute, Martina Kaufmann hat es ja ohnehin auch schon richtig gestellt Richtung FPÖ, es geht nicht darum, dass dieselben Studierenden länger die Möglichkeit haben zu beziehen. Vielmehr geht es darum, anderen Studierenden, mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, lebensnäher da auch eine Bildungsentscheidung am zweiten oder vielleicht sogar dritten Bildungsweg zu treffen. Und auch, weil gesagt wurde, auch das möchte ich noch einmal in Relation stellen, Richtung SPÖ, zuletzt hat es die Katharina Kucharowicz angesprochen, Stichwort Studienwohnheimförderung. Ja, selbst wenn wir jetzt das Argument beiseite lassen, dem ich viel abgewinnen kann, dass die Zuständigkeit hier einfach nicht im Bund liegt und dass es andere mögliche Fördergeber hier auch gäbe, möchte ich schon sagen, dass die Beträge einfach andere sind. 20 Millionen Euro wäre etwa die Wohnheimförderung. Wir schütten aber mit der heute beschlossenen Studienbeihilfe 68 Millionen mehr im Jahr 2023 aus. Das hilft den Studierenden einfach in einem größeren Ausmaß. Die FPÖ hat also gesagt, zu wenig, dem kann ich nichts abgewinnen. Wir fördern mehr Studierende und geben ihnen damit die Möglichkeit, sich auch für so ein Studium zu entscheiden. Wir fördern nämlich jene, die Unterstützung brauchen, nämlich dahingehend auch diese Entscheidung fürs Studium leichter treffen zu können, das Studium mit ihrem Leben und auch mit dem Verdienen eines Lebensunterhalts besser in Einklang bringen zu können. Ganz relevant auch etwa, dass wer studiert und seinen Lebensunterhalt selbst verdient, auch Studienbeihilfe bekommen kann, wenn er oder sie früher im Leben schon mal eine bekommen hat. Das ist relevant und, denke ich, viel näher im Leben so vieler Studierende, als es bisher war. Angeblich geht es ja auch zu langsam. Abgeordneter Graf hat das gesagt. Ich glaube, zu wenig, zu langsam waren seine Worte. Auch da kenne ich mich nicht genau aus. Geht es jetzt zu langsam oder doch irgendwie zu schnell? Das ist für mich auch wieder nicht ganz klar, aber da wiederum, man muss sich bei der Opposition nicht auskennen. Ich finde, bei uns kennt man sich aus, vor allem wenn man Studierende ist oder vorhat, ein Studium zu ergreifen. Denn relevant ist ja nicht nur die Umsetzungsphase über den Sommer. Relevant ist aus meiner Sicht, dass wir heute den Studierenden Planbarkeit geben können oder jenen, die sich entscheiden, jetzt im Herbst ein Studium zu beginnen, dass die wissen, worauf sie sich einlassen, woran sie sind. An der Stelle möchte ich einfach noch mal festhalten, Nico Machetti und Eva Blimlinger ist da ein großer Wurf gelungen. Den lassen wir uns heute hier auch nicht kleinreden. Wir unterstützen mehr junge Menschen oder auch etwas Ältere dabei, diesen universitären Bildungsweg zu gehen. Sie werden genauso wie all jene, die Gertrud Salzmann genannt hat, die andere Bildungswege gehen, dazu beitragen, dass nicht nur sie selbst ein gutes Leben, ein selbstbestimmtes Leben können, sondern auch unser Standort Österreich entsprechend gestärkt wird. Und ein letztes erlauben Sie mir, weil hier öfter die ÖH genannt wurde.
Die linke Koalition in der ÖH hat gestern kritisiert, dass sich die Politik zu wenig um die Anliegen der Studierenden kümmere. Ich denke, die heutigen Beschlüsse sind ein Gegenbeweis dafür. Wir haben ja sogar Forderungen, Anregungen der ÖH auch in den Abänderungsantrag mit aufgenommen, der jetzt zur Verteilung gelangt ist und der auch zur Diskussion und Abstimmung steht. Ich habe nur das Gefühl, dass der linken Koalition in der ÖH immer viel stärker um Parteipolitik geht als um Studierendenvertretung. Und die Zahlen geben uns da recht. Nur 8% der Studierenden sind mit der Bundes-ÖH zufrieden. Ich denke, das spricht Bände. Ich denke, es werden viel mehr mit dem heutigen Beschluss zufrieden sein. Denn wer heute dem Antrag zustimmt, der stellt sich ganz konkret auf die Seite der Studierenden, hat erkannt, dass man die Fördersysteme auch an Lebensrealitäten anpassen muss und dass universitäre Bildung für die Zukunft nicht nur der einzelnen Menschen, sondern auch für unser Land wichtig ist. Also danke allen, die heute mit dabei sind. Applaus